Hallo und herzlich willkommen und Servus hier auf dem Kanal von Bear and the Bee. Ich bin der Bär und ich habe mich dazu entschlossen, die Bee fängt ja jetzt auch so ein bisschen mit Horror an. Ich wage mich nochmal an Visage. Ich habe ja es schon mal versucht, aber irgendwie ging mir da der Mut aus und ach komm, scheiß drauf, probieren wir es einfach. Visage ist ein anspruchsvolles Spiel. Geduld, intensive Nachforschungen und eine sinnvolle Verwaltung der Ressourcen bringen dich weiter. Oh Gott. Ich weiß jetzt schon, ich möchte mich jetzt schon entschuldigen für Gequieke und so weiter. Set Square Studios. Oh je. Ja, und dazu nochmal hallo und herzlich willkommen zu Visage. Schon sind wir im Spiel. Fortschrittsraum. Okay, hier werden Dinge abgelegt, die quasi meinen Fortschritt zeigen werden. Da ist natürlich jetzt noch nichts, da wir ja auch erst angefangen haben. Boah, wer hat denn sowas zu Hause? Hello, Twain. It's Rose, your neighbor.
I know it's late, and I know that I tend to be a little anxious about small things. I apologize for that, but I'm getting a bit worried. I haven't seen you out of the house in about 3 weeks. Is everything all right? Could you call me just to let me know everything's fine? All right. Bye-bye. Meine Lieben, ich bin jetzt schon wieder on the end. Was war das? Bücher. Bierdosen. Okay. Ich würde das gerne fallen lassen. Oh, schön. Oh, warum habe ich jetzt... Aber hier ist doch hell, hier ist schön. Verstand. Der Verstand deines Charakters beeinflusst dein Spiel entscheidend. Unter anderem wird der Verstand deines Charakters deutlich verwirrter, wenn du zu lange in der Dunkelheit herumstehst. Der Zustand des Verstandes deines Charakters wird unten links auf dem Bildschirm auf dem Gehirnsymbol angezeigt. Je deutlicher das Gehirn zu sehen ist, desto verwirrter ist dein Charakter und es könnte gefährlich werden. Das Symbol einer roten Wolke wird angezeigt, wenn du dich in einer Stresssituation befindest, die den Verstand deines Charakters beeinflusst. Er hat Stress. Ha. Everything is... better with light. Really everything. Während des Spiels treten immer wieder paranormale Ereignisse auf. Du solltest lernen, sie zu erkennen, da sie deinen Fortschritt behindern und deinen Verstand deutlich verwirren. Die Anzahl der paranormalen Ereignisse hängt direkt von dem Zustand deines Verstandes ab. Okay. Ja. Wenn man nämlich diese Gegenstände jetzt aufnimmt, dann startet man ein gewisses, ich sag mal, Ereignis. Jawohl. Hier war das Böhnchen kaputt. Hab ich vor. Now we have light again. Okay, Klimps.
Ja. Schön. Das auch gehört? Ah, schauen wir mal hier rein. Hemden, alles schick. Hat es die ganze Zeit schon so gewackelt? Ja, sicherlich. Ja, wie halt so ein Badezimmer, Spiegel, Schränkchen aussieht, ne? Ist leer. Tabletten unterstützen deinen Verstand. Sie sind absolut überlebenswichtig. Wenn dein Verstand immer verwirrter ist, dann sind sie der einzige gangbare Weg, um ihn wieder gerade zu rücken. Jawollo. Aufheben. Nein, ich wollte. Okay. Ist auch ein netter Raum hier. Okay. Gut, das ist so die Arbeitsputze, ne? Basement. Okay. Das heißt, wir haben jetzt. Ist das der Kellerschlüssel dann? Das müsste dann der Kellerschlüssel sein, ne? Basement. Ne, ich mache hier keine Lampe aus. Sieht der so abgerockt aus oder ist das. Ja, das ist so abgesplittertes Kunstleder, glaube ich. Teddy. Schöner Teddy. John and me. Sarah and Dad. We all together happy. Ah, es gibt doch. Aber das Kleid geht doch hier nicht rein. Nee. Tablette. Hier wird es doch wohl ein fucking Licht geben. Hier wird es doch wohl ein fucking Licht geben. Licht. Habe ich rechts und links habe ich jetzt Tabletten in der Hand. Kerzen. Kerzen sind stationäre Leuchten. Sehr gut. Sehr gut. Ja, ich habe nur leider noch kein Feuerzeug.
Eine Matroschka. Meine ist natürlich wichtig, im Schlafzimmer Buddel Schnabbers zu haben. So, kann ich die jetzt irgendwie. Warte mal. F, genau. Hier ist auf jeden Fall ein Feuerzeug. Das nehmen wir, das nehmen wir. Lass uns doch mal. Genau. So. Ja, scheiß Ding. Was glaubst du, was ich hier wollte? So. Und jetzt kann ich das auch anzünden. Fallen lassen. Feuerzeug. Ja, Kerze können aufgestellt werden. Das ist total super. Ihr seht doch, dass da eine Kerze ist. Wisst ihr was? Das ist mir jetzt egal. Brauchen wir jetzt hier keine Kerze. Spiegel können auch mal ein bisschen. Geputzt werden. Ich würde auch vorschlagen, bevor wir uns dafür irgendeine Story-Richtung etc. pp. Entscheiden. Schauen wir uns erstmal so ein bisschen grob um. Überall im Haus. Kann ich das? Oh. Jetzt wieder raus wahrscheinlich. Reicht es? Okay, da ist auch nichts. Nichts, vor dem man sich fürchten müsste. Es regnet auf jeden Fall. Okay, und dann sind wir wieder hier. Puh. Habe ich mich entschlossen, das zu spielen? Ja, das sind auf jeden Fall wir, wie es aussieht. Ja. Aber da würde ich auch Tatsache sagen, das reicht jetzt erstmal als erster Eindruck. Kommen wir raus. Einfach zu sagen, oh. Nein. Nein, du warst aus. Du warst aus.
Ja. Jetzt schauen wir hier nochmal rein. Und dann haben wir uns ja mal so grob im Haus umgesehen. Und dann suchen wir uns was Schickes raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.